In Berlin begrüße ich den Vorsitzenden des Deutschen Journalistenverbandes, Frank Überall. Guten Abend. Einen schönen guten Abend. Wie sieht denn die Realität aus für Journalistinnen und Journalisten auf Corona-Demos? Es ist anstrengend geworden. Das, was mittlerweile Standard ist, sind Lügenpresserufe. Gut, da haben wir uns seit Jahren dran gewöhnt. Aber es sind eben auch die konkreten Anfeindungen. Man wird namentlich über Megafon begrüßt als kritische Berichterstatterin, als Berichterstatter. Und dann schaukelt sich die Stimmung schon mal hoch. Und in vielen Fällen erleben wir dann, dass die Stimmung so weit angeheizt, hochgeschaukelt wird, dass im Verlauf solcher Demonstrationen es dann zu Rangeleien kommt, ja, und auch zu gezielten gewalttätigen Übergriffen. Das heißt, im Moment als Reporterin, als Reporter auf Corona-Demonstrationen unterwegs zu sein, darüber zu berichten, das geht oft nicht mehr ohne Bodyguards und es ist schlicht und ergreifend gefährlich geworden. Und was sagt der Deutsche Journalistenverband dazu und was kann er möglicherweise tun? Naja, bei allem Verständnis dafür, dass es natürlich ein Grundrecht ist, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren, muss man sich auch bewusst machen, dass man Grundrechte immer gegeneinander abwägen muss. Und die Pressefreiheit ist auch ein solches Grundrecht. Insofern ist es wichtig, dass wir nicht daran gehindert werden, unsere Arbeit auszuüben. Es gibt ja auch auf den Demonstrationen der Kritiker an Corona-Maßnahmen viele, die berechtigte Anliegen haben, die auch in die Öffentlichkeit gehören. Aber es muss eben auch die Möglichkeit geben, darüber zu berichten. Und wenn von interessierter Seite, oft Rechtsextremen, dann eben zu Gewalt gegriffen wird und unsere Berichterstattung fast unmöglich gemacht wird, dann kann das nicht sein. Und da brauchen wir den verstärkten Schutz auch der Polizei. Und das bedeutet zuallererst einmal einen guten Kenntnisstand bei der Polizei, der oft so nicht vorherrscht in manchen Polizeibehörden, und auch der klare Wille, uns zu schützen. Ja, man muss schon fragen, ich meine, wie kann es sein, dass in Deutschland Pressevertreterinnen auf Demos körperlich angegriffen werden? Das fragen wir uns auch. Ich meine, es ist natürlich kein Einzelschicksal unseres Berufsstandes. Auch PolitikerInnen, PolizistInnen, ja sogar RettungssanitäterInnen werden angegriffen. Es ist ein diffuses Bild, das sich da ergibt, wo irgendwie alle als Systemlinge beschimpft werden. Und dieses System, ja, das ist das demokratische System. Und natürlich stehen wir Journalistinnen und Journalisten in der allergrößten Menge für das demokratische System. Und damit haben offensichtlich diese harte Kern, diese Gewaltbereiten, ihre Schwierigkeiten. Und deswegen sind wir auch im internationalen Ranking von Reporter ohne Grenzen abgerutscht auf einen schlechteren Platz. Und ich befürchte, dass sich das noch weiter verschlechtern wird, weil die Situation sich immer weiter zuspitzt. Tja, da muss man ja noch mal fragen, was tut die Polizei konkret, um Pressevertreter und Vertreterinnen zu schützen? Ja, das ist in den Bundesländern und in den Polizeibehörden sehr unterschiedlich. Und deswegen setzen wir dieses Thema jetzt auch ganz bewusst so groß, damit einheitlich das Grundrecht auf Pressefreiheit durchgesetzt wird. Das fängt an dabei, dass man erst einmal erkennen muss, wer ist eigentlich Journalistin, Journalist. Da gibt es den bundeseinheitlichen Presseausweis. Wir haben in einem Faltblatt deutlich gemacht, was die wichtigsten Dinge der Zusammenarbeit sind für JournalistInnen, aber auch für die Polizei. Und dazu gehört auch schlicht und ergreifend, es mag profan klingen, ist es aber nicht, miteinander zu kommunizieren. Das heißt, seitens der journalistischen Seite frühzeitig Kontakt aufzunehmen und seitens der Polizeiseite eben auch das ernst zu nehmen. Und das bedeutet beispielsweise, in den Einsatzbesprechungen muss klar festgelegt werden, wie wird mit MedienvertreterInnen umgegangen, wo sind Durchlassstellen, wo gibt es Auskünfte und wie sind auch die Schutzkonzepte. Das kommt oft viel zu kurz. Es gibt einige Polizeibehörden und auch einige Innenministerinnen und Innenminister, die das schon vorbildlich machen, aber nicht alle. Wir hatten im Kultur- und Medienausschuss des Bundestages in den vergangenen Legislaturen schon mal Anhörungen zu diesem Thema. Ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo auch die Innen- und die Rechtspolitiker und auch nicht nur auf Bundesebene, Polizei ist Ländersache, also auch in den 16 Bundesländern, sich verstärkt mit diesem Thema beschäftigen müssen. Ja, wissen Sie, ob es da sowas wie gezielte Schulungen gibt, Maßnahmen gibt, um Polizeibeamtinnen und Beamte einfach fit zu machen für diese Art von Auseinandersetzung?
Es gibt sie punktuell. Auch wir, auch ich persönlich, sind immer wieder in solchen Schulungen dabei, an den Hochschulen für öffentliche Verwaltung und Polizei, an den Polizeischulen. Aber letzten Endes ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir müssen an die einzelne Beamtin, an den einzelnen Beamten, deswegen auch in hoher Auflage jetzt dieser Flyer und einige Innenministerien haben schon zugesagt, das auch entsprechend zu verteilen. Wir wollen da ins Gespräch kommen, tun das natürlich auch mit den Polizeigewerkschaften beispielsweise. Es muss sich an der Stelle was tun und es muss eben auch klar sein, dass diese Grundrechte bekannt sind, im Detail bekannt sind, wie man damit umgeht und das eben bis zu jedem oder jeder, die an einem solchen Einsatz beteiligt sind. Haben Sie mal eine Zahl? Sie haben ganz kurz von Bodyguards gesprochen. Wir wissen es von sehr, sehr vielen Politikerinnen und Politikern, aber mittlerweile eben auch von Pressevertretern. Wie gängig ist das mittlerweile? Das Problem ist, dass es da keine wirklichen Erhebungen gibt, also auch keine Zahlen gibt. Und es gibt auch ein besonderes Problem. Wo zieht man die Grenze? Die meisten der Kolleginnen und Kollegen, und das kann ich gut verstehen, stellen keine Strafanzeige. Das liegt auch daran, dass in dem Moment, wo ich Strafanzeige stelle, mein Name, meine Privatadresse Bestandteil der Ermittlungsakten sind. Und die gegnerische Anwältin, der Anwalt können natürlich dann da reinschauen und werden ihren Mandanten diese Daten dann auch verraten. Und in Zeiten, wo wir auch mit Hausbesuchen rechnen müssen, also es kommen tatsächlich dann eben auch Menschen aus diesem Spektrum zu Kolleginnen und Kollegen vor die Haustür, da muss man vorsichtig sein. Und es ist auch wichtig, dass Auskunftssperren wieder einfacher gemacht werden in solchen Bedrohungslagen für solche Berufsgruppen wie uns Journalistinnen und Journalisten. Also da ist einiges zu tun und weil es eben so wenig konkrete Strafanzeigen dann gibt, ist es schwierig, Zahlen zu bekommen und wir fordern auch die Justiz auf, solche Dinge nicht als Lappalie abzutun, denn auch eine einfache Körperverletzung da, wo eben das Grundrecht Pressefreiheit tangiert wird, hat schon eine besondere Relevanz und das muss auch in der Personalzumutung Messung, zum Beispiel in den Staatsanwaltschaften und Gerichten, dann entsprechend berücksichtigt werden. Sagt Frank Überall vom Deutschen Journalistenverband. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch.